So Leute, da sind wir wieder. Versuch Nummer 2, wir haben ja alles wieder gespielt bis zu dieser Stelle hier. So wenig Cutscenes wie möglich weggedrückt, damit es fair bleibt in der Zeitberechnung und wir haben jetzt mehr Heilmittel dabei und werden sie häufiger nutzen. Steve is a bitch. Dreh dich um, Claire. Dreh dich um! Ich schaue lieber noch ein bisschen an, bis er gefährlich wird. Also. Aber die Mucke ist episch, muss man einfach mal sagen. Total, Claire! Alter, ich hab so einen Schiss. Claire, Alter! Claire! Wie viele Katzen wollen die noch starten? Lauf! Schau ins Menü. Das hätte ich vorhin echt unterschätzt, Alter. Oh. Nimm eins. Alter, ja. Du bist der drauf, ey. Nimm. Geschafft. Oh. Zwei Heilmittel braucht man, zwei Vollheilmittel. Krass. Resident Evil Endboss, du bist gefickt, wenn du nicht genug gesammelt hast, Alter. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you. Steve? Epischster Moment des Spiels. At last, I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T. Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now! You want it? You are not worthy of its power!
this, Wesker. Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle this. Wenn wir anfangen zu reden, Mann. Das ist so eine geile Cutscene, ohne Scheiß. Geilheit after Geilheit after Geilheit after Geilheit. Ich hab die Waffe ausgelegt. Ich wollte gerade sagen, wie wär's, wenn du was ausrüstest. So, mit der Magnum ist sie eigentlich voll easy zu treffen. Sie darf mich nicht kriegen! Lauf! Scheiße! Lauf! Oh, wow. Alter, ich war so kurz vorm Tod gerade, das glaubt ihr gar nicht. Okay. Wo ist denn scheiß Feuer? Boah, lauf da raus, lauf erstmal da raus! Schön. Schön. Weg da! Weg da! So eine Bitch, Alter. Vor allem, weil er sich immer abklopfen muss. No, ich hab Feuer. Oh, ich bin tot. Das war noch scheiße. Wir waren so laut gerade, Alter. Und er hat das ganze Haus geweckt. Hallo, Nachbarn. Also, Leute, wir sehen uns dann. Ich werde jetzt nochmal alle spielen, alle Cutscenes wegdrücken, weil mich kann das Spiel jetzt mal am Arsch lecken. Andi geht erstmal kacken und. Wir sehen uns im nächsten Part, wo wir es nochmal versuchen, oder? Daut rein, bis gleich. Und wir blenden dann im Kampf ein, wenn es gut läuft. Und dann seht ihr es, weil sonst brauchen wir nicht nochmal labern. Wenn wir es schaffen, dann seht ihr es einfach. Hände zittern, so ist so übel. Dass einfach dasteht, Alter. Ausrüsten! Danke. Lauf. Ja, das kannst du mal öfter machen, Mädel. Jam. Guck dir die Bitch an, ey. Immer schön am Rand. Laufen. Feuer, geh aus! Scheiße. Geh aus! Alter. Alter! Aber keine hinten rum, oder? Die Idee bin ich noch nie gekommen. Oh, Scheiße. Kannst du nicht laufen. Alter, hier bin ich noch nie lang gelaufen in dem Kampf. Kommentieren jetzt einfach für uns, die hören wir ja dann. Gut gemacht, tschüss. Thank you.
Zeit. Ich hab's geschafft. Nach 4 Versuchen. Dass ich jedes Mal gestorben bin und alles wieder nochmal probieren durfte. Ich werde jetzt mal Andi holen. So, Andi hat sich nur unter die Dusche gehauen, denn die Nacht wurde ziemlich kurz, dadurch, dass wir hier so gefailt haben. Und wir nehmen Alexias Halsschmuckstück und nehmen auch da das Juwel raus. Denn ich verrate euch jetzt mal, wofür wir diese Juwelen brauchen. In diesem Raum hier. Oh, mein Herz schlägt. Da merkt man, dass man lebt. Finden wir ein Bild der Zwillinge und ihres Vaters. Und dort sind seltsame Löcher. Und in diesen Löchern, die Frau hat eins am Hals, der Junge eins am Finger und der Mann eins am Ohr, müssen wir diese Dinge einsetzen. Das heißt, wir haben von den beiden Zwillingen haben wir das Schmuckstück, jetzt fehlt nur noch der Vater. Und ja, fehlt nur noch der Vater. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen, solange bis Andi kommt. Und nochmal kurz einen Moment. Ja, ich mache jetzt einfach weiter. Holy motherfucking shit. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben unsere Strategie ein bisschen geändert. Das hat so viel Frust und Zeit gekostet jetzt, dass wir unsere Taktik dahingehend geändert haben, dass ich vor dem letzten Boss einmal speichern werde. Das zieht uns nur noch 50 Punkte ab, weil wir eh schon zweimal gespeichert haben. Beim ersten Mal, wie gesagt, zieht es 1000 Punkte in der Wertung ab. Und bei jedem weiteren Speichern nur noch 50. Und bevor wir es nochmal spielen müssen und dieses Let's Play in Gefahr steht, denn Andi muss morgen früh schon wieder abreisen, speichern wir vor dem letzten Boss und ziehen nochmal 50 Punkte ab. Dann scheißen wir in dem Sinne aufs Ranking so ein bisschen. So ein bisschen, wie gesagt, es sind nicht viele Punkte, die abgezogen werden. Aber wir gehen sicher, dass dieses Let's Play fertiggestellt wird, bevor Andi abreist. Und uns interessiert einfach, welche Zeit wir bisher haben. Also bei dem 4., 5. Versuch habe ich jetzt wirklich alle Cutscenes abgebrochen der letzten halben Stunde. Und jetzt geht's aber weiter. Ich werde jetzt hier den Kranschlüssel benutzen. Und damit ziehen wir Alexander Ashford oder auch Nosferatu aus dem Eis. Denn er hat das letzte Schmuckstück. Who could have done this? Tja, wer hat das nur getan? Wir kennen die Person, die das getan hat. Aber die Spinne kennen wir noch nicht. Oh, fuck, ey. Andi soll endlich aus der Dusche wiederkommen, der verpasst die Action, ey. Aber wir kommen auch mal 5 Minuten ohne ihn klar. Und hoffentlich kann ich von der Spinne entkommen. Witzigerweise, kleiner... Oh, scheiße. Nicht sterben, Chris. Wenn man die Sache mit Alexa, die ich gerade gemacht habe, nicht vorher macht, dann taucht sie hier in der Cutscene auf. Ich werde euch mal einen Link zu der Szene geben. Nimm das Ding. Und lacht nochmal und verhöhnt uns. Wie gesagt, ich werde die Cutscene nochmal verlinken. Und hoffe, dass wir jetzt hier abhauen können. Denn die Spinne müssen wir nicht bekämpfen. Es ist nur Munition und Heilmittelverschwendung. Und wie gesagt, wir wollen jetzt nur nochmal vor dem endgültigen finalen Endboss speichern. Das werden wir auch tun. So, jetzt haben wir das dritte Schmuckstück. Und zwar von Alexanders Ohrring. Ja, genau. Und damit haben wir hier oben alles erledigt und können den geheimen Weg öffnen. Meine Gesundheit sieht soweit gut aus und vielleicht bewegt Andi auch mal seinen Arsch hierher. Boah Leute, wir hatten echt schon Zweifel, ob wir das hier schaffen und haben überlegt, ob wir vor Alexias Kampf eben speichern sollen. Ich habe gesagt, nee, das muss nicht sein, aber wäre ich jetzt nochmal gestorben, hätte ich es echt gemacht. Hardcore, sage ich euch. Hardcore. So, Leute. Dann setzen wir mal das Ding ein. Andi bewegt seinen Arsch langsam aus der Dusche raus. Ach, hast du schon angefangen, du Sack? Na, ich nehme doch auf, wenn ich sie töte. Was denkst du? Da. Der nackte Sack bewegt sich gerade hier rein. Unglaublich, dann nimmst du das schon auf. Ne, seitdem ich sie besiegt habe, Mann. Die Sackratte kann nicht warten, ne? Nee, wenn du so lange brauchst. Sehr froh, dass ich es geschafft habe, ey. Der wievielte Versuch war es mittlerweile? Das ist der 4. oder so. Dann lass mich kurz noch ein paar Sachen anziehen und dann können wir auch schon loslegen. Ja, mach mal, ich geh schon mal weiter.
den Leuten schon mal unseren Speicherplan nahegelegt. Ach, die wissen schon Bescheid, dass wir jetzt speichern? Ja, die wissen schon Bescheid. Alles klar. Ich habe unsere Gründe nahegelegt. Und ich habe jetzt... Ich muss noch ein paar Socken anziehen, dann jetzt schreiten wir in die Tiefen des Labors hinab. Gib mir deinen Arsch ein bisschen an den Kopf. Halt's Maul. Und holen uns die letzte Feder. Ich kann es nicht mit meinen Händen öffnen. Ich muss einen Knopf drücken. Total schwer, Alter. Damit haben wir die letzte Feder der Libelle. Willkommen zurück, meine Freunde. Wie viele Versuche hast du jetzt gebraucht? 4? Ja. Wie das im Live-Speedrun aussehen würde, ey. Naja, sie haben den Kampf live gesehen und sobald sie tot war, habe ich wieder kommentiert. Kater, jetzt nicht. Nicht jetzt, Kater. Gib mir jetzt nicht vor Eier, du kommst jetzt nicht mehr raus. Ich will aber! Muss jetzt auch noch sein, dass das Haustier nervt. Oh, hi. Mach einfach so, ich weiter. Ich schieb dich ein bisschen rüber. Nö. So, weiter geht's. Wie Chris abfällig auf den Zombie guckt. Felix hat aber jetzt gar nichts mehr zu tun, ne? Kennen wir den Raum nicht hier schon irgendwie? Ist das nicht der Raum, wo wir vorher den Dialog hatten mit, Alfred und Alfred? Wieso, wir waren noch gar nicht hier. Hm. Ja, ist natürlich eine Nachbildung dessen, was wir... in Rockford Island haben. Ganz genau. Ja, ich schieße da dreimal und der wird nicht getroffen, ist klar. Du siehst nicht, wie er stirbt, deswegen stirbt er nicht. Das haben voll viele Spiele. Aber echt, Alter. Jetzt so. Aber. So, jetzt gehen wir erstmal da hinten rein. Da finden wir nachher unseren Speicherort. Ja, wir müssen nicht mehr viel tun jetzt. Wir brauchen, glaube ich, diese Libelle, um in den Selbstzerstörungsmechanismusraum zu kommen. Mhm. Wir brauchen nur den Körper. Und dann passiert das erste Mal in Resident Evil, was das, was in die Luft gejagt wird am Ende. Wir wissen, dass wir speichern müssen, sobald die heroische Musik läuft. Sobald wir wieder Claire finden. Ich glaube, diese Schublade hebt sich raus von anderen. Gut gesehen, Mann. Andy ist fresh am Start wieder. Ja, oh, frisch geduscht, Mann. Und ein Porträt von Veronica. So, hier werden wir nachher speichern. Und ich glaube, hier liegt irgendwo noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, das brauchen wir jetzt eh nicht. Psst. Ich sag's euch, Leute, ey. 6 Schüsse aus den Mecken und die wären 10 Sekunden tot gewesen. Also, sie hatte mich einmal richtig gecornert. Da bin ich, sagt der Alter, Millimeter an ihr vorbeigelaufen und am Feuer gedodged. Nice, Mann. Und weißt du, was krass war, wo ich sie getötet habe? Da stand sie 5 cm vor mir. Ist genau vor meinen Füßen eingeknickt, Alter. Ich sag's dir. Hart. Wenn das beim ersten Mal so geklappt hätte, wäre es echt legendär gewesen. Aber sowas auch geil. Bei der Magnum ist es so unglaublich scheiße. Weil du kannst ja wirklich Battle-Mode-Situation. Da musst du ja 40 Minuten jedes Mal nachspielen, ja, bis du zu ihr kommst, wenn du nur das Messer hast. Ja, Kätzchen, da kannst du dich hinlegen. Ja, mal weg. So. So, Katze liegt am richtigen Platz und wir zocken weiter. Guck schon. Jawoll. Auch diese Zimmer kennen wir doch irgendwoher. Jetzt kommt die Spieluhrkacke wieder. Blaue Ameisen. Hast du den Strom schon wieder abgestellt? Oder? Ah, siehst du, du hast recht. Andi hat mich gerade darauf gebracht, wo wir die Teile herkriegen. Die holen wir uns jetzt. Dazu brauchen wir aber... Genau, wir haben ja den Schlüssel gefunden. Dadurch können wir jetzt nämlich eine Tür öffnen. But nein. Das ist gerade so richtig nervenbrüllend, Leute, Alter. Wenn Andi nicht so scheiße singen würde, Alter. Shut up. Die Katze leckt sich und alles ist schön. Aber Andi leckt sich zum Glück nicht. So, okay, wir holen jetzt die Teile. Ihr erinnert euch noch an diesen Tigerkopf. Da, wo zwei Dinger drin sind, wo man immer nur ein Juwel rausnehmen kann. Der Trick ist, beide den Strom auszuschalten, dass der Tigerkopf sich nicht dreht. Aber man muss natürlich trotzdem noch in den Raum reinkommen. Und dadurch haben wir jetzt diesen Schlüssel für diese Tür hier. Und jetzt können wir den Strom abschalten und kommen trotzdem zum Tigerkopf. Wir nähern uns dem Endgame, Leute. Es sind noch 10 Minuten ungefähr. So viel verrate ich jetzt einfach. Aufgeregt? Nee. Nicht, seitdem du weißt, dass du speicherst? Ja, das ist unglaublich, was das für einen Druck wegnimmt. Ey, mein Herz, sobald der Kampf begonnen hat, habe ich den dreifachen Herzschlaggeschwindigkeit. Es ist so nach dem Motto, den ganzen Weg kennt man, das ist der Herzschlag von 60. Ich habe echt schon gesagt, nach dem Kampf habe ich so gesagt, bei dem Herzschlag, dann merkt man nicht, dass man lebt, wenn das Herz immer so abgeht, ja. Mhm. Das ist schon krass.